three figures, phallic necks. Drei Figuren mit phallischem Hals. Eine davon steht mit einer Pfote auf etwas, das aussieht wie ein riesiger Schrubber, fletscht die Zähne und schreit ihre Wut heraus, ihren Schmerz, ihr Misstrauen gegenüber dem Leben. Für die Menschen, die an diesem Tag in die Galerie kamen, war das ein Schock. Sie hatten nie zuvor etwas Derartiges gesehen. Der Krieg war gerade erst vorüber und die Menschen wollten nicht verstört werden. Man hatte sie gerade zutiefst verstört. Etwas zerbricht mit diesen Bildern. In der englischen Kultur. Es war, als ob die Kunst wild geworden wäre. Das fließt alles im Hintergrund mit in die Arbeiten ein. Aber sie machen einen Fehler, wenn sie die Bilder mit dem Krieg erklären. Was Bacon getan hat, war etwas anderes. At that first exhibition, one of the usual bitchy critics to me said, why bother to do things like that when it's already been done by Picasso? Für viele Menschen meiner Generation war es die erste Begegnung mit einem Bild von Francis Bacon, aber niemand kannte Francis Bacon. Nach dem Krieg traf sich die gesamte Bohème in Londons Gargoyle Club. Mit der Eröffnung des Colony Room von Muriel Belter wurde er zum Lebensmittelpunkt der meisten Maler. Und Francis Bacon gehörte natürlich dazu. Francis had an extraordinary capacity to take advantage of any situation. Francis hatte die außergewöhnliche Fähigkeit, jede Situation in etwas Wunderbares und Magisches zu verwandeln. Und so war man sofort von seiner Gegenwart verzaubert. Man hatte das Gefühl, als wären plötzlich elektrische Schwingungen im Raum. Er verströmte ein Charisma, dass man den Blick nicht von ihm abwenden konnte. Er schoss umher wie ein Vogel und dann diese außergewöhnlichen Augen. Wir gingen in London anfangs öfter einen trinken. Aber er hat es nie geschafft, mich unter den Tisch zu trinken. Als ich ihn kennenlernte, konnte ich diese enorm unterhaltenden, betrunkenen Albernheiten nicht mit diesem Horror zusammenbringen. Das ist das große zentrale Rätsel Bacons. Wo kam diese Dunkelheit her? Graham Sutherland empfahl ihn Erica Browson, eine der intelligentesten zeitgenössischen Kunsthändlerinnen. Und als sie seine Arbeit sah, wusste sie sofort, worum es darin ging. Er brauchte ständig Geld, um es zu verspielen. Er machte ihr ständig Probleme. Und sie nahm es hin und half ihm, so gut sie konnte. In London kann man nur bis zu einem gewissen Grad spielen. Und deshalb musste er nach Monaco. Es war die glamouröseste Anlaufstelle für das Glücksspiel. Ja, ich weiß noch, wir gingen in ein Casino in Monte Carlo. Er spielte wie wahnsinnig an allen Tischen, mit Bergen von Chips. Er liebte das Risiko. Das Risiko des Absturzes. Von 1946 bis Anfang 1950 war er die meiste Zeit dort und produzierte fast nichts. Er war fürchterlich schlecht darin, Gemälde rechtzeitig fertigzustellen. Browson schrieb Bacon immer, Francis, bitte für nächsten Dezember ist eine Ausstellung geplant, wie läuft es? 3 Monate später, nichts. Und sein typisches Verhaltensmuster war, seine gesamten Arbeiten bis kurz vor Ausstellungsbeginn zu zerstören, weshalb er dann neue Bilder malen musste. Er hatte überlegt, etwas zu verändern. Er musste etwas Eigenes erzählen. Es brachte nichts, ein Abklatsch von Picasso zu sein. Und ihm war klar, dass sein Motiv der menschliche Körper sein musste, aus seinem eigenen Leben, aus seiner eigenen Erfahrung. Ein Teil dessen, was er ausdrücken musste, verlangte nach einer neuen Art zu malen. Die Serie The Heads ist beeindruckend.
Sie sind so nah am Tier, dem Tier im Mann. Die Bilder, die Bacon gemacht hat, fühlen sich an, als ob man den Atem des Tieres im Nacken spürt. Oder als ob man eine dunkle Höhle betritt und das Tier riecht, bevor man es sieht. Ich meine, man spürt das so tief in sich. Das Tier ist so nah. Dennis Worth Miller und Francis Bacon stammten aus einem ähnlichen Umfeld. Sie waren beide keine ausgebildeten Künstler. Das war eine Verbindung. Beide waren Autodidakten. Sie waren sehr wichtig füreinander. Dennis' Partner war Richard Chopping, bekannt als Dickie. Bacon hätte wirklich ein verdammt großes Problem für diese Beziehung sein können, aber er war es nicht. Dennis nahm alles hin und Francis all das, womit Dennis ihn bombardierte, auch. Diese Beziehung lief so, viele, viele Jahre lang. Vieles verwendeten sie gemeinsam als Substanz. Sie hatten beide Boxer- und Laufzeitschriften. Sie benutzten die Arbeiten von Edward Muybridge. Dennis hat Francis mit Muybridge bekannt gemacht. Er hatte wohl zusammen mit Picasso den größten Einfluss auf seine Arbeit. It's a very interesting work, and the images were tremendously suggestive to me of ways I could use the human body. Francis konnte schlecht zeichnen und wusste das auch. Ich glaube, er nahm Muybridges großartige Fotografien von Athleten in merkwürdigen Positionen immer wieder, weil er nie gelernt hatte zu zeichnen. Denn dort waren die Gliedmaßen absolut präzise abgebildet. Und er konnte sie gewissermaßen als Entwürfe für ganze Reihen seiner Bilder benutzen. Allen voran für das Gemälde, das unter dem Namen The Buggers bekannt ist. Früher besuchte ich Lucien Freud und Caroline Blackwood öfter in ihrem Haus. Sie hatten das Gemälde, das sie immer The Buggers nannten. Offiziell heißt es, glaube ich, The Restless. Ich empfand es einfach nur als ein großartiges Gemälde. Ich glaube, wenn man sehr jung ist, hat man noch keinen vorgefassten Begriff davon, was schockierend ist. Man sieht etwas und entscheidet einfach, ob es schön ist. Zweifellos ist das Bacon und der wichtigste Geliebte seines Lebens. Das ist ihre Verschmelzung. Das ist der Augenblick ihrer größten Intensität. Das ist wirklich der Auslöser Bacons großartigster Bilder. Der Moment, wo alles stimmig ist. Francis' erste große Liebe war Peter Lacy. Er war Spitfire-Pilot. Francis war wahnsinnig verliebt. Bacon fand ihn sehr charmant. Er sagte, er sei unterhaltsam. Und er spielte Klavier, er sang. Und Bacon hielt ihn für etwas ganz Besonderes. Andere waren eher weniger angetan von Peter Lacy. Ich weiß noch, wie ich eines Abends in eine Schwulenbar ging und Peter Lacy auch da war. Er war sehr selbstbewusst, dezent gekleidet. Sehr geradlinig, aber es stellte sich heraus, dass er einer der sadistischsten Menschen war, denen ich je begegnet bin. Im Krieg war sein Nervensystem im Grunde völlig zerstört worden und er konnte sehr gewalttätig werden. Francis war bei einem Sadisten gelandet, der ihn in Stücke schlagen wollte. Wie wichtig war Kontrolle für ihn in seinem Leben? Es entsprach seiner Natur, die Kontrolle zu haben. Ganz normal, aber auch brutal. Aber wenn es um Lacy ging, hatte er keinerlei Kontrolle über seine Gefühle. Ich glaube, er war die große Liebe seines Lebens.
Sie hatten eine turbulente Beziehung, in der Lacey Bacon regelmäßig verprügelte. Und Bacon wollte das und genoss es. Peter Lacey hatte ein Haus auf dem Land. Und an einem Wochenende fuhr Francis zu ihm. Peter Lacey, Gott weiß, was er ihm bereits angetan hatte, schleuderte ihn einfach durch ein Glasfenster aus dem ersten Stockwerk in den Garten hinter dem Haus. Francis war an einem Auge und im Gesicht entsetzlich verletzt. Aber das hat nur dafür gesorgt, dass er Peter Lacey umso mehr liebte, glaube ich. Und er verwandelte diese furchtbaren, schrecklichen Dinge in Magie, in großartige Gemälde. Peter war oft das Thema der Männergestalten in den Gemälden. Er ist immer da, und ich glaube, er hat ihn im tiefsten Inneren berührt. So gelang es Bacon, diese sehr merkwürdigen, unheimlichen Bilder vor dem dunkelblauen Hintergrund zu erschaffen. Sehr gespenstisch. Peter Lacys Macht über Francis, seine sadistische Macht über Francis, und ich hoffe, das wird die Menschen nicht schockieren, ist eine sehr positive Macht. Bacons Gemälde anzusehen, wurde als ziemlich schmutzige Angelegenheit betrachtet. Denn es drehte sich gerade alles um abstrakten Expressionismus und alles Amerikanische. Und da war nun dieser Mann, der Menschen auf eine für diese Zeit durchaus schockierende Weise malte. Bacons Ansehen stieg allmählich, aber er war ein extrem schwieriger Künstler. Daher dauerte es ziemlich lange, bis Bacons Bildsprache schließlich Popularität erlangte. Aber mit jeder Ausstellung und jedem neuen Sammler stieg Bacons Ruf und sein Bekanntheitsgrad. Peter Lacey sagte an diesem besonderen Punkt, du kannst bei mir leben, worauf Bacon erwiderte, was heißt das, bei dir leben? Und Lacey sagte, also ich könnte dich an der Wand festketten. Darauf antwortete Bacon, aber ich möchte unbedingt malen. Und so begann Lacey nach Tanga zu reisen. Mittlerweile war die Beziehung zu Ende gegangen. Bacon spürte, dass er eine neue Plattform brauchte. Er wollte ganz nach oben. Und da gab es eine einflussreiche, ziemlich neue Galerie mit dem Namen Marlborough Fine Art. Weil er ziemlich hoch verschuldet war, überlegte Bacon seit geraumer Zeit, Erica und die Hanover Gallery zu verlassen. Die Marlborough Gallery beispielsweise hatte ein dickes Finanzpolster und konnte eine Art Gehalt zahlen. Sie waren wie ein Geldregen für ihn. Ich erinnere mich, dass ich mit ihm hineinging, um ein Bündel Banknoten abzuholen, damit er weitermachen konnte, jeden zu Champagner und danach zum Abendessen einzuladen. Und dann ging es an die Spieltische. And the great attraction at that time for the Marlborough was what? But they've got, as they have galleries all over the world, perhaps they thought they could do something with me. Frank Lloyd, Eigentümer und Teilhaber von Marlborough, erkannte, dass Francis die Voraussetzungen hatte, die Goldene Gans zu werden, wenn man ihn nur entsprechend vermarktete. Er brauchte allerdings eine umfangreiche Betreuung. Die Freigabe der Bilder war ausschließlich Valerie vorbehalten. Sie war meine direkte Chefin. Francis Bacons Leben bei Marlborough drehte sich größtenteils um Valerie Beston oder, wie er sie nannte, Valerie from the Gallery. Sie war immer für ihn da. Es war, als wäre Bacon die Liebe ihres Lebens und Sie müssen wissen, sie war ihm vollkommen, 100%ig treu ergeben, so wie es zu Beginn seiner Karriere Erica Brawson gewesen war. Sie versprachen Bacon Ausstellungen in der Tate Gallery und sie hielten absolut Wort. Innerhalb von 3 Jahren hatte er dort seine erste Retrospektive. Es gab viele Kritiker, die Bacons Arbeit immer noch nicht mochten.
Die Retrospektive 1962 in der Tate Gallery war daher sehr wichtig für ihn. Ich glaube, Bacon hatte seine kreativsten Momente, wenn er verwirrt war, wenn er selbst nicht wusste, was er tat. Er ging auf irgendeine Krise zu. Das könnte es möglicherweise gewesen sein, was mit Bacon damals vor sich ging. Ich glaube, es hatte mit seinem innersten Bedürfnis zu tun, seine Kunst neu zu erfinden. Direkt vor der Ausstellung in der Tate 1962 fertigte er ein Gemälde an. Ich glaube, es hieß Three Studies for Crucifixion. Das ist ein Anhaltspunkt dafür, in welche Richtung er gehen wollte. Es ist ein Triptychon in Blutrot und Schwarz. Auf der linken Seitenwand befindet sich eine väterliche Gestalt, die einer kleineren Person mehr oder weniger zu verstehen gibt, zu verschwinden. Ich hatte dabei immer die Vorstellung, dass Bacon aus dem Haus geworfen wird. In der Mitte dann ist eine Szene, eine ausgesprochene blutige Verstümmelungsszene auf einem Bett. Hier drückt sich sein Ekel über sein Leben aus, darüber, wie es sich anfühlte, Francis Bacon zu sein, glaube ich, mit all den schrecklichen Dingen, die er erlebt hatte. Und er beschrieb die Mitteltafel mit den Worten, ein Zerschossener auf einem Bett. Das ist keine normale Ausdrucksweise. Nun, es sieht in der Tat aus wie ein Zerschossener auf einem Bett. Es sieht so aus, als hätte ein Mord stattgefunden. Fast so, als hätte er sich auf der Leinwand seiner dunkelsten, bittersten Gedanken entleert, um dadurch geläutert zu werden. Er war natürlich Jekyll und Hyde, und die beiden Seiten zeigen sich dort. Ich erinnere mich, wie ich damals zu der großen 62er-Retrospektive in der Tate gegangen bin. Ich hatte eine sehr nette Freundin, die Vegetarierin war. Ich habe es geschafft, sie zur Fleischesserin zu machen, aber von Bacon konnte ich sie nicht überzeugen. Ich glaube, da avancierte er zum Superstar, zumindest in Großbritannien. Jetzt war es soweit zu brillieren und seinen Stern aufgehen zu lassen. Und mein Gott, wie er erstrahlte. Aber unter den Glückwunschtelegrammen befand sich auch ein Telegramm aus Tanger, in dem ihm der Tod seiner großen Liebe, Peter Lacy, mitgeteilt wurde. Bacon war überzeugt davon, dass es Selbstmord war, und das sagte er auch. Und dass es Peter fast mutwillig darauf angelegt habe, es am Eröffnungstag der Ausstellung zu tun. Das Gemälde, das den Ort zeigt, an dem Peter Lacy begraben wurde, war wirklich außerordentlich eindringlich, erfüllt von, man kann es nicht unbedingt Liebe nennen, aber voll von einer Art dunklen sexuellen Obsession. Er hatte sein neues Atelier in der Rees Mews. Das war sehr wichtig für ihn. Hier hatte er seinen eigenen Platz und konnte das, was er auszudrücken hatte, auf eindrückliche Weise erschaffen. Wir sind hier in einem wunderschönen versteckten Gässchen mit dem Namen Rees Mews, direkt in South Kent. Zum ersten Mal war ich hier, als ich Lionel Bart kennenlernte. Wie sich herausstellte, war Francis Bacon sein Nachbar. Er war sehr lustig, sehr geistreich und er war sehr intelligent. Aber ihn umgab eine Art unterschwelliger Melancholie. Lionel Bart erzählte mir, dass sich in Francis' Küche Unmengen von Fotos befanden. Ihm war aufgefallen, dass es auch ziemlich viele von mir gab. Und so sagte Lionel zu ihm, oh, Terence gefällt dir wohl. Und Francis antwortete, Gott, Terence Stamp und Oberst Gaddafi sind die beiden bestaussehendsten Männer der Welt. Und ich dachte mir, Oberst Gaddafi würde ihm sicherlich eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Wenn ich in der Gegend war, klopfte ich einfach. Und wenn er die Tür aufmachte, bat er mich dann manchmal auch herein. Und manchmal merkte ich, dass er mitten in irgendeiner Sache steckte. Mir war klar, dass es etwas sehr Intimes sein musste, dem er sich rückhaltlos hinzugeben hatte.
Als Künstler versuchte Bacon immer ein bisschen besser zu werden. Es war nicht das Ziel, irgendwo anzukommen, wissen Sie. Wenn er zufrieden gewesen wäre, hätte er 1962 oder so mit dem Malen aufgehört. How are you going to trap reality? How are you going to trap appearance without making an illustration of it? And that is one of the great fights and one of the great excitements of being a figurative artist today. Er begann, sich unter den Menschen, mit denen er befreundet war, umzusehen. Er spielte mit dem Gedanken, die Menschen zu malen, von denen er glaubte, sie in- und auswendig zu kennen. Ich meine, er empfand eine große Liebe für die Menschen und eine Verletzlichkeit ihnen gegenüber. Nicht der Künstler sucht das Motiv aus, das Motiv sucht sich den Künstler. Ich bin nur able to paint people or the portraits of people that I know very well and I've looked at a great deal and that I have analyzed and know the structure of their face. I find that the person there inhibits me, and then I look at photographs, so the photographs and everything get trodden on, they get even changed into other things. And those are often in themselves extremely interesting. Die Person in einem Porträt ist deswegen so gegenwärtig, weil er es schaffte, sich von allem freizumachen, sodass die Person ihn völlig einnehmen konnte. Männer waren für ihn ein großartiger Stoff und der männliche Körper. Frauen waren auch sehr wichtig für Bacon, für ihn persönlich und für seine Kunst. Er hatte ein Bedürfnis nach Familie und die Tendenz, viele Frauen sozusagen in diese Rolle zu stecken. Und er hatte im Laufe seines Lebens etliche davon. Wir hatten eine Freundschaft voller Liebe. Eine gewisse Form der Liebe. So viel ist sicher. Aber er hat mich nie gemalt. Vielleicht wäre er heute eher gewillt, mich zu malen mit all meinen Falten. Wenn man die Frauen betrachtet, die er sich zu malen aussuchte, sieht man, dass sie auffällige, charakteristische Gemeinsamkeiten haben. Muriel hatte sehr markante, fast schon majestätische Gesichtszüge und es war in gewissem Sinne leicht für ihn, ihre Charakterstärke zum Ausdruck zu bringen. Und Isabel Rossthorne, eine Frau mit einer überwältigenden physischen Präsenz. Und Henrietta Morris, die eine sehr üppige Figur hatte und auch sehr, sehr stark war. Als ich Henrietta Morris zum ersten Mal begegnete, saß sie mir an einer großen Tafel gegenüber. Und es war wie vor einem Bacon-Gemälde zu stehen. So, als wäre sie wegen seiner Porträts von Henrietta gar nicht real. Henrietta ist eine der faszinierendsten Charaktere in Soho. Sie wollte sich unbedingt von ihrer Klostervergangenheit verabschieden und ins Leben von Soho stürzen. Helen, oh, sie war umwerfend. Sie war eine der wunderbarsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Es ist kein Wunder, dass Francis sie verehrte. Und als ihre verstand Francis, wie schwer es war, dieses schreckliche Ungetüm von Katholizismus hinter sich zu lassen. Wie entsetzlich schwer es ist, daraus auszubrechen und sich zu befreien. Er war damit nie belastet, oder doch? Also, falls es war, ich glaube ein wenig schon. Es tut mir leid, aber ehrlich gesagt glaube ich das schon. Henrietta always said to me that, yes, well, perhaps he doth protest too much. Henrietta hat immer zu mir gesagt, es kann sein, dass er sich zu sehr wehrt. Ich glaube, er hat Henrietta 15 Mal gemalt. Seine Arbeit ist vielleicht die Suche nach Gott, auch wenn er das abstreiten würde. Wenn Sie so wollen, bestand seine Frustration darin, Gott nicht zu finden. Er war besessen von Sex.
Er war in alle möglichen Dinge involviert, von denen die meisten Leute keine Ahnung haben. Wenn wir ausgingen, war es manchmal fast so, als ob er durch eine Wand in eine andere Welt ging und verschwand. Und was dann geschah, weiß ich nicht. J'ai peur de la violence, même que j'ai subi la violence souvent. Normalerweise taucht er dann am nächsten Tag in lädiertem Zustand wieder auf, kaum in der Lage zu laufen oder seinen Kopf zu drehen. Und es hatte keinen Zweck zu fragen, was ist denn mit dir passiert, Francis? Weil er dich dann bestenfalls anstarrte und sagte, was meinst du denn? J'ai perdu tous mes dents avec mes amis. Es war mitten in der Nacht und ich habe tief und fest geschlafen, als das Telefon klingelte. Es war Valerie Beston. Sie sagte zu mir, Paul, beeil dich, du musst ganz schnell in die Reese Mews kommen. Als ich ankam, hatte er riesige Wunden um die Augen. Die Haut war aufgeplatzt. Er war in einem schrecklichen Zustand. Ich sagte zu ihm, Francis, du brauchst einen Schönheitschirurgen. Nein, sagte er, näh du mich einfach nur wieder zusammen. Er wollte keine örtliche Betäubung. Das war das einzige Mal, dass ich mitbekommen habe, dass er genoss, Schmerzen zu erleiden. Francis mochte die kriminellen Szenen in London. Wissen Sie, ihm gefielen der Filz und die Verkommenheit von London, all der Abschaum aus dem East End und all diese Menschen zu kennen oder sie kennen zu wollen. George Dyer betrat die Bühne als eine Art harter, gut gebauter, muskulöser East End Gangster vom Typ Boxer. Und ich glaube, durch George und dessen Familie, durch all das lernte er ziemlich viel schlimme Kerle kennen. Bad boys. I like painting good-looking people. Because I like their bone structure. I loathe my own. Aber nach und nach stellte sich heraus, dass er, ungeachtet seines eigentlich sehr männlichen und gangsterartigen Aussehens, in Wirklichkeit ein sehr netter, verlorener junger Mann war. George war augenscheinlich eher zurückhaltend mit der Peitsche, und so wurde Francis allmählich eines Besseren belehrt, weil George in dieser Hinsicht eine Enttäuschung gewesen war. Er war ein wenig überzeugender East End Ganove und er mochte Kinder und Tiere und Geschmuse. Ich hasse das Rumgetottel beim Sex. Francis wollte, dass George ihn vergewaltigte und George wollte kuscheln. George litt unter Erektionsstörungen. Mir kommt es so vor, als ob Francis George seine Manneskraft beraubt hätte. Diesen typischen rauen East Ender, den er zu finden gehofft hatte, hat er völlig entkräftet. Bacons Art zu malen war brutal. Es war sadistisch, wie er George auseinandernahm. Mit fehlenden Ohren und fehlendem Kiefer und fehlenden Augen. Es fehlte praktisch alles. George was a bit appalled by the whole thing. He saw these rich people standing around. George war ziemlich entsetzt über die ganze Sache. Er sah all die reichen Leute herumstehen in dieser eleganten Galerie. Er sagte zu mir, sie sind schrecklich. Die Bilder sind wirklich schrecklich. Und dann sagte er, und er findet, dass ich so aussehe. Ich finde, er porträtiert ihn als eine Art Schwachkopf. Er hat etwas, das fast aussieht wie eine große Windel auf dem Kopf oder so ähnlich. Und er ist angezogen wie ein Baby. Und dann gibt es Aktdarstellungen von ihm unbekleidet. Muss ich mehr sagen? Es gab zugegebenermaßen Augenblicke, in denen es zwischen ihnen hoch herging.
Sie hatten oft Krach in ihrer Beziehung. Einmal rief Francis mich an und sagte, du musst kommen, du musst sofort vorbeikommen. George ist durchgedreht und jetzt sind meine ganzen Anzüge im Bad und er hat sie mit Farbe übergossen und er trampelt darauf rum. Und ich fuhr vorbei, aber ich kam nicht rein, weil die Vordertür verriegelt war. Also musste ich mit dem Auto ranfahren, aufs Wagendach klettern und durchs Fenster einsteigen, wo ich fast von George erwürgt worden wäre, bevor er mich erkannte. Und er hatte sogar 2/3 der Möbel die Treppe runtergeworfen. He had in fact thrown 2/3 of the furniture down the staircase. Dyer kämpft auf eine Art, bei der es immer nur weiter abwärts geht. Es muss schrecklich mit anzusehen gewesen sein. Fast ist es wie ein verzweifelter Versuch, wieder mit Bacon zusammenzukommen und ihm zu zeigen, dass er immer noch ein Mann ist. Francis malte weniger Bilder von George. Er war seiner überdrüssig, glaube ich. Erschöpft von seinen Problemen, seiner Trinkerei, den Zechgelagen und seiner Traurigkeit vielleicht. Seine Vernunft sagte ihm, dass er Dyer loswerden musste. Bacon begann sich von George zu entfernen. Er schaute jetzt mehr Richtung Paris, als die anderen britischen Künstler noch kein Interesse an Paris hatten. Paris war sehr wichtig für ihn. In Paris ging man in die Nachtclubs. Er lernte dort Andy Warhol kennen. All die Maler und Schriftsteller. 1971 im Grand Palais ausgestellt zu werden, war der große Wendepunkt seines Lebens. Der erste englische Künstler, dem das Grand Palais angeboten wurde, also wirklich richtig groß. Es war sehr wichtig, dass dies gut ging. Die britische Botschaft befürchtete, dass es zu einem der berüchtigten Bacon-Auftritte kommen könnte und dort etwas Schreckliches passiert. George, Francis, ich, Miss Beston, wir alle hatten Zimmer in diesem speziellen Hotel. Alle anderen sagten, bring George nicht mit, er wird alles ruinieren. Dickie und Dennis und einige andere waren mit Francis nach draußen gegangen, um sich den Veranstaltungsort anzusehen. Man hatte einen großen roten Teppich ausgelegt und es standen Soldaten dort. Sie alle beschrieben mir die kniehohen Lederstiefel und die roten Streifen der Soldaten, die eng anliegenden Hosen. Sie waren davon ziemlich begeistert. Sie sagten, man hätte sehen können, wie Francis' Brust vor Stolz anschwoll. Und dann ging sie zum Hotel zurück in der Annahme, dass dies ein guter Abend werden würde. Und Francis ging hinauf auf sein Zimmer. Der Gestank von Drogen, ungewaschenen Körpern und dreckigem Sex schlug ihm entgegen. Und ein Stricher, ein sehr dreckiger Stricher, war da drin mit George. Und Francis war außer sich. Dickie, Dennis und Francis, sie gingen trinken, sie gingen spielen, sie hatten ein 4-, 5- oder 6-Gänge-Menü. Sie hatten keine Eile, nach Hause zu kommen, weil sie ja wussten, dass George sich in so einer schlechten Verfassung befand. Genau weiß ich es nicht mehr, aber es muss ungefähr 2 Uhr morgens gewesen sein. Da klopfte es an der Tür und es war Francis. Er fragte mich, ob er die Nacht in meinem Zimmer verbringen könnte, weil ich ein Doppelzimmer hatte, wissen Sie, 2 Betten. George hatte einen Araber mit stinkenden Füßen nach Hause gebracht und es war so widerlich, dass er es nicht mehr länger aushalten konnte. And in the morning he said, just go and see if George. Und am Morgen sagte er, geh bitte nachsehen, ob George den Araber losgeworden ist. Es gab keinerlei Hinweis auf Georges Anwesenheit, wissen Sie. Das Bett war unordentlich und ich habe mich dann mit Miss Beston genauer umgesehen. Auch im Badezimmer. Und da war George auf der Toilette. Miss Beston stieß ihn zur Seite, ging hinein, kontrollierte den Puls und sagte, nein, er ist tot. Ich habe nie gedacht, dass es ein Selbstmordversuch war, obwohl es das natürlich gewesen sein kann. Und dann hat sie gesagt, gut, ich kümmere mich darum. Terry wurde weggebracht und dann ging sie nach unten und Valerie richtete alles so, dass der Tote erst 2 Tage später gefunden wurde. Ich glaube, es war eine gemeinsame Entscheidung zwischen Francis, Valerie und dem Hotelmanager. Warum wurde diese Entscheidung getroffen? Es hätte vielleicht die Eröffnung in Gefahr gebracht.
Man musste das für Francis in Ordnung bringen. Es war eine bizarre Vorstellung, dass dieser Körper über Nacht einfach in einem Hotelzimmer liegen bleiben sollte. Es ist die Hölle, die Entscheidung zu treffen, einen Leichnam nicht zu melden. Ob es Bacons Idee gewesen ist, kann man nicht sicher sagen, wissen Sie. Ich meine, vielleicht sieht es danach aus, aber es ist immer noch eine unglaubliche Sache. Ich meine, das ist ein Verbrechen. Nachdem die Grand Palais-Retrospektive eröffnet worden war, begann die Nachricht während der großen Feierlichkeiten langsam durchzusickern. Und natürlich machte es, wie bei schlechten Nachrichten üblich, wie ein Lauffeuer die Runde. Und im Laufe des Abendessens wusste der ganze Saal, dass George Selbstmord begangen hatte. Bis dahin wusste niemand davon. Francis selbst war im Grand Palais. Ich glaube, es war so, als wäre er gar nicht richtig anwesend. Er wirkte völlig geistesabwesend. Er war blass. Aber er brachte das Abendessen zu Ende, weil er glaubte, das sei besser, als es abzusagen. Die Geschichten, die über Francis und die Eröffnung seiner Ausstellung erzählt werden, dass er so tapfer war und mit der Eröffnung weitermachte, obwohl er diese traumatische Nachricht erhalten hatte, sind also absolut dummes Zeug. Er wusste das bereits 2 Tage vorher. Das war nur Schauspielerei. Es gab ein Bild, das die Franzosen gekauft hatten. Es war ein großes Triptychon. Es zeigte tatsächlich George, wie er auf so etwas wie einer großartig gemalten cremeweißen Toilette saß. Und weil der französische Staat es gerade gekauft hatte, blieb Präsident Pompidou lange vor dem Gemälde stehen. Und nun musste Francis mit ihm über dieses Bild sprechen, wissend, dass George in genau dieser Stellung kurz vorher gestorben war. Es waren Journalisten da, Kameras aus aller Welt. Und da war er und spielte Francis Bacon. Das war hart. Sehr, sehr hart. Und es war alles schrecklich. Awful. Und traurig. And sad. This tragic. Dieser tragische Vorfall gab ihm zugleich das vielleicht tiefgründigste Motiv überhaupt in seinem Leben. You haven't got them. Er ging tatsächlich zurück nach Paris, um die Erinnerungen wachzurufen und die Geschehnisse noch einmal zu erleben. Und er übernachtete sogar in demselben Hotel, in dem George sich umgebracht hatte. Und aus diesem, wenn Sie so wollen, Abgrund der Schuld und Trauer heraus, entstanden diese außergewöhnlich eindringlichen Bilder, die, wie ich glaube, zu den tiefsinnigsten Bildern in der Malerei gehören. Als es in die Galerie kam, sah ich es das erste Mal. Francis' gesamte Emotionen wegen des Todes waren in diesem Gemälde. Alles, was er für George empfand, steckte in diesen Bildern. Everything that he felt about George was in those paintings. Vielleicht ging es ihm nur darum, sie wegzubekommen. Also mal sie, schaff sie aus dem Atelier und danach fühle ich mich vielleicht besser. Die Ausstellung im Grand Palais verhalf ihm zu einer Anerkennung, die alles bisherige übertraf. Das war der Wendepunkt für den Verkauf und auch für seinen internationalen Ruf. Er war modern, wissen Sie, und die Kraft seiner Bilder passte in die Zeit.
Bacon war von 1974 bis Mitte der 80er in Paris. Er ging hier hinein, er sagte, das ist es. Also sagte ich, nun ja, Francis, willst du dir nicht die Küche und das Bad ansehen? Nein, 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 lass es uns nehmen. Er zog ein und fing praktisch sofort an zu malen. Er konnte sich in Paris wirklich neu erfinden. Ich glaube, der Herbst war eine sehr gute Zeit für ihn, um von London nach Paris zu gehen. In der Zeit in Paris hatte er neue Ideen und den Drang, vor der Rückkehr nach London ein Gemälde fertigstellen zu wollen. In der Rees Mews wohnte ich neben Francis Bacon, der bereits damals in den späten 70ern eine Berühmtheit war. Und ich brachte kleinere Sachen für ihn in Ordnung oder fuhr ihn irgendwo hin. Wir haben die homoerotischen Schwingungen ziemlich schnell hinter uns gelassen. Wir sind da hineingeraten und ich habe gesagt, ich stehe einfach nicht auf Männer. Bacon wurde ein ziemlich einsamer Mann. Alt zu werden trifft Homosexuelle ganz besonders hart. Nun befand er sich in einem Zustand verminderter physischer Schönheit, sozusagen. Ich bin ein paar Mal mit Francis zu den Schwulenclubs im Westend gegangen. Manchmal war John Edwards da. John war für Francis wie der Sohn, den er niemals hatte, ein Freund. Vielleicht hatten sie am Anfang ein sexuelles Verhältnis, aber ich glaube nicht lange. John hat ihm wirklich sehr viel bedeutet. John Edwards trat auf merkwürdige Weise in sein Leben. Er führte einen Pub im East End oder half dabei. Und Bacon war da gewesen und hatte gesagt, er würde mit ein paar Freunden wiederkommen. Und er bat John darum, einen kleinen Vorrat an Champagner anzulegen. Und dann tauchte Bacon nicht wieder auf. John war mächtig sauer. Und irgendwann hatte es ihm dann im Colony Room gesagt. Und das hat Bacon erheitert. John sagte zu mir, ich habe mir alle Mühe gegeben, mit Francis Freundschaft zu schließen. Ich war im Colony Club und habe zu Francis gesagt, ich kaufe eine Flasche Champagner und ich möchte sie mit dir trinken. Und so hat er sich selbst mit Francis bekannt gemacht. Das Wichtigste in der Beziehung zu Edward war, dass es ein väterliches Verhältnis war, aber es war nicht immer klar, wer der Vater ist und wer der Sohn. Oh, come in, John. I'm glad you came down. David is just asking me the most difficult question. Es ist leicht nachvollziehbar, dass der innere Kreis so gucken würde und sagen, wer ist er, was will er, versucht er ihn auszunutzen? Francis kam eines Tages zu mir und sagte, Paul, ich möchte dir ein Gemälde schenken. Wenig später kam er und sagte, John hat mir verboten, dir ein Bild zu schenken. Es geht nicht. Nun, Bacon sagte, dass er jeden Tag seines Lebens an den Tod dachte. Und mit dem Älterwerden muss er immer gegenwärtiger für ihn geworden sein, der Tod. Mit dem Sterben seiner Freunde, dem Sterben anderer. Der Tod Muriels, das allmähliche Schwinden des Colony Rooms, all das muss schwer für Bacon gewesen sein. In den 80ern war es wohl wirklich vorbei mit Soho. Wissen Sie, es lag so ziemlich in den letzten Atemzügen. Und ich glaube, das hatte auf Bacon eine sehr deprimierende Wirkung. Zusätzlich zu allem anderen. Das muss ihn sehr an die Vergänglichkeit der Zeit erinnert haben. Ich habe Bacon oft in der Gegend gesehen, aber nie mit ihm gesprochen, weil ich irgendwie dachte, er ist so etwas wie ein Held oder so. Und ich war noch ziemlich jung. Meistens sah ich ihn in Cafés in Soho. Und wenn ich spät unterwegs war, landete ich gewöhnlich morgens in einem Café. Und es war merkwürdig, im selben Raum zu sein wie er, ohne mit ihm zu sprechen, aber dann habe ich gedacht, was zum Teufel würde ich auch zu ihm sagen? In diesen letzten Jahren sah er sehr alt und müde aus und es muss ihm damals sehr wehgetan haben, die Welt gewissermaßen an seinen Augen vorüberblitzen zu sehen.
John Edwards war viel unterwegs. Er lebte nicht in London. Ich dagegen wohnte nur 20 Meter von ihm entfernt. So kam es, dass er größeres Vertrauen zu mir fasste. Ich gab ein Abendessen für Francis Bacon. Frederick Ashton, der damals größte Choreograf, hatte bereits zugesagt. Und ich überlegte, wen kann ich noch einladen? José Capello kannte ich ursprünglich aus dem Royal Opera House. Er war an Kunst interessiert und als ich José anrief, ergriff er die Gelegenheit sofort beim Schopf und Ashton und Francis fanden ihn auf Anhieb sympathisch. Und Francis war natürlich bekannt dafür, etwas rauere Sitten zu bevorzugen. Durch José gab es eine gewisse Entlastung, denn José gehörte zum soliden, gebildeten, gehobenen Mittelstand. Und das machte es viel leichter, mit ihm zu sprechen. Francis Bacon und José Capello teilten sich ein Schließfach bei Harrods. Beide hatten Schlüssel. John wollte den Schlüssel von José. José war sehr schwer einzuschätzen, was seine inneren Beweggründe betraf. Und ich bin nie weiter in ihn gedrungen. Er machte dann immer dicht. Sie unternahmen gemeinsame Reisen, sie gingen nach Venedig, nach Madrid. Francis pflegte dann mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht zurückzukommen. Er war glücklich, er war verliebt. Und für Francis hieß das natürlich, dass es sexuell gut lief. Ja, 1988 hatte er die Eingebung, eine überarbeitete Version der Three Studies anzufertigen. Es hat nichts Anstößiges mehr, wissen Sie. Es ist, als ob die Monster sich in Seide verwandelt hätten und sie springen einem nicht mehr aus dem Rahmen entgegen, um einen zu beißen. Da ist eine gewisse Distanz, aber das ist auch ziemlich faszinierend. Wenn man sein früheres Werk betrachtet, in all seiner früheren anstößigen Brutalität, und es dann neu konzipiert, distanzierter unter Glas, ist es ein anderes Gefühl. Three Studies for Figures of the Base of a Crucifixion, das ist einfach ein unglaubliches Gemälde. Ich habe ein paar Stücke angefertigt, die ich direkt von Bacons Gemälden übernommen habe, als ob ich ein dreidimensionales Triptychon machen würde. Ich habe die furchterregenden sozialen Distanzräume gesehen, die Bacon gemalt hat. Ich habe mich gefragt, ob ich diese Räume herstellen kann. Dann kam ein Anruf von dieser Galerie. Bacon hat heute eine Stunde vor deiner Skulptur gestanden und ich habe gedacht, eine Stunde? Das kann keine ganze Stunde gewesen sein. 1990 sind wir zu Sachs gegangen. Es war das erste Mal, dass er Damien Hirst sah. Ihm gefiel eines der Stücke von Damien Hirst. Wir sind wiedergekommen und hatten ein paar Drinks. Nach einer Flasche Wein erzählte er, was ihn wirklich bewegte. Es ging nämlich um seine Liebesbeziehung. José hatte es so ausgedrückt. Francis, ich möchte, dass wir Freunde bleiben. Und das heißt so viel wie kein sexuelles Verhältnis mehr. Und da war Francis am Boden zerstört. Also erzählte mir Francis in betrunkenem Zustand von der Beziehung und den vergangenen 2 Jahren mit José und davon, dass er José $4 Millionen und 2 seiner Bilder geschenkt hatte. Ich konnte ihm den Schmerz ansehen, wie ausgebrannt er war, seine Qual. Nun, ich würde sagen, von 1990 an ging es die nächsten 2 Jahre langsam immer weiter bergab mit ihm. Und ich brachte ihn zu einem Spezialisten nach dem anderen und keiner konnte ihm helfen. Er sagte immer wieder zu mir, ich muss nach Madrid, ich will José sehen. Er hatte diese Neigung. Er neigte zu einem gewissen Masochismus in seinem Leben. Er brauchte das, glaube ich. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich bin mir so gut wie sicher. Er hat mich angerufen und seine Stimme klang ganz anders als sonst. So, als ob er mit mir über etwas sprechen wollte. Vielleicht war es nur in meinem Kopf, aber das glaube ich nicht. Seine Stimme war völlig anders. Er muss gewusst haben, dass er stirbt, vermute ich. Es bedrückt mich immer noch sehr. Finally, Francis Bacon, one of the most highly acclaimed British painters this century, has died. The painter Francis Bacon has died at the age of 82. He collapsed while on holiday in Spain. It's thought he had a heart attack. Ich war wirklich am Boden zerstört, als ich erfuhr, dass er gestorben war.
Es war sehr traurig, aber unvermeidlich. Er ist rücksichtslos mit seinem Leben und dem anderer umgegangen. Was hat den Herzanfall ausgelöst? Hatten José und Francis einen großen Streit? Francis wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Er kam in ein katholisches Krankenhaus und wurde von Nonnen betreut. Und José war nicht da. Also ich glaube, wenn Bacon konsequent ist, muss er immer damit rechnen zu sterben, ausgenutzt zu werden und dass die Dinge schiefgehen können. Und ich glaube, das war er. Er war ein Spieler. Er wusste, dass Spieler meistens verlieren. The Study of a Bull, das letzte Gemälde, das Bacon fertiggestellt hat, besteht hauptsächlich aus unbearbeiteter Leinwand. In dieser linken oberen Ecke hat er alles gesagt. Der Stier scheint zwischen zwei Räumen zu changieren. Es kommt einem vor wie Leben und Tod. Er verwendet Staub als Trägermaterial. Das ist der Staub, in den er sich wieder verwandeln wird, wie er es tatsächlich in Madrid wenige Monate später tat. It is 50 years, 75 years later. 50 oder 75 Jahre später wirken sie sogar noch bedeutender, noch monumentaler. Und das ist es, was in meinen Augen an Francis' Gemälden so wunderbar ist. In ihnen steckt eine Art sakrale Qualität. There's a sort of sacred quality.